Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am 6. Mai. Wir schreiben 9:30 Uhr und die Märkte sind hier noch ein Stück weit zurückhaltender, aber die Daily Ranges versprechen hier noch sichtlich Potenzial. Und deswegen wollen wir uns heute mal hier auf die Top 15 inklusive Gold sozusagen fokussieren und mal hier einen Blick drauf werfen, was es denn hier heute noch für Chancen, Intraday-Möglichkeiten, Optionen und dergleichen gibt. Und bei vielen Währungspaaren sehen wir, dass wir hier mehr oder weniger in Range noch sind, also in Asia Range. Und das wollen wir uns jetzt mal hier nochmal näher betrachten, was es damit auf sich hat und wie wir hier unter Umständen dran partizipieren können. Just sehe ich auch, dass das ein oder andere Währungspaar sich gerade nach oben rausschiebt, aus eben der Asia Range. Ich will vielleicht direkt auf den Australdollar gegenüber dem US-Dollar eingehen, wo es ja gestern eine Leitzinssenkung gab. Und die überraschenderweise wohl bemerkt, hier läuft auch gerade ein Ausbruchstrade aus dieser Asia Range. Wir sehen hier die Asia Range von heute 56 Pips. Hier gab es gestern, wie gesagt, diese Leitzinssenkung, diese überraschende, auf nur in Anführungszeichen noch 2%. Das war wirklich eine Überraschung für den Markt. Heute Morgen, wie gesagt, relativ strukturiert in der Asia Range weiter im Sinne des positiven Rainbows orientiert nach oben. Wir sehen auch hier, dass der Markt, Moment, dass der Markt hier aus einem sauberen Abwärtsmomentum kam. Dies hat hier praktisch der Rainbow durch seine Struktur verdeutlicht. Und jetzt sehen wir hier einen entsprechenden Auftrieb im Sinne des positiven Rainbows. Wir haben gestern durch die Zinsentscheidung praktisch einen Richtungsumschwung gemacht, einen Richtungswechsel. Und hier sehen wir jetzt die positive Rainbow-Struktur und hier eben die Handelssession der Asia Range. Und da schieben wir uns jetzt gerade raus. Wir haben hier praktisch ein neues Tageshoch gemacht. Da sehen wir gerade, wir sind ein Pip vom Tageshoch weg, 66 Pips bislang gelaufen. Und die durchschnittliche Range verspricht hier doch deutlich über 100 Pips. Das heißt, es kann ja auf jeden Fall noch ein Stück weit nach oben gehen. Der Trade selber ist hier aus dem M5 heraus gestartet worden. Das können wir uns auch nochmal direkt angucken, neben dem M15 eben hier. Dieser vorsichtige Ausbruchsversuch über die Asia Range auszubrechen, klappte ja zunächst nicht. Es gab leichte Rücksetzer und jetzt hat sich das Währungspaar hier sauber nach oben rausgeschoben und es deutet sich jetzt hier durchaus weiteres Potenzial an. Das warten wir jetzt mal ab. Hier im M15, wie gesagt, der Australdollar schiebt sich hier gerade nach oben raus. Sieht ganz gut aus, behalten wir im Auge und dürfte eben weiter fortgesetzt werden. Ähnliches zeigt sich hier bei anderen Währungspaaren und das kann man hier eben mit dem Rainbow sehr, sehr gut erfassen. Wir sehen eben hier dann eine sauber strukturierte Bewegungsintensität, wie zum Beispiel hier beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Und da ist hier, sage ich mal, in dieser relativ simplen Darstellung eben hier mit der Rainbow-Struktur deutlich zu erkennen, dass wir hier gestern mal einen Impuls gesehen haben, diesen negativen Rainbow nach oben hin aufzulösen. Letztlich scheiterte dies und wir sind hier wieder in einem Abwärtsmomentum inbegriffen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier ein Stück weit darstellen, dann sehen wir, dass wir hier gerade daran arbeiten, die Asia Range zu verlassen, die allerdings heute auch nur 27 Pips umfasste. Und das ist durchaus wenig. Und wir stehen hier am Vortagestief aktuell, am Vorwochentief aktuell oder knapp davor. Und wenn es denn jetzt hier zu einem Durchbruch nach unten kommt, meine lieben Damen und Herren, dann hat das Paar hier deutliches Potenzial. Wir sind gerade nur 39 Pips gelaufen. Sie sehen, der Schnitt geht hier in Richtung 170, 160 Pips. Also hier ist einiges noch zu erwarten. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann dürfte das auf jeden Fall noch weiter fortgesetzt werden können und hier sozusagen noch nicht das Ende gefunden sein worden. Insofern einfach mal aufpassen, was der Markt da hier noch darbietet. Es deutet sich meines Erachtens hier weiteres Potenzial auf der Oberseite an und insofern doch, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis. Gerade beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken sollte man mal darauf achten, was da heute vielleicht noch kommt, was da heute vielleicht noch passiert. Und das ist genau das, worum oder worauf wir uns hier zum Beispiel mal fokussieren, wenn wir den Rainbow-Ansatz unter die Lupe nehmen. Im Übrigen dazu ja nächste Woche hier das Online-Seminar, das dreiteilige. Da bekommen Sie dann auch direkt dieses Template hier sozusagen serviert. Und deswegen dann nochmal da der Hinweis, dass wir hier mit dem Rainbow eben sehr schönes Trendmomentum erfassen können und eben auch hier entsprechend visualisieren. Und in Verbindung dieser Asia Range sehen wir eben sehr schön, dass, wenn es zum Ausbruch nach unten kommt, hier eben deutliches Potenzial sich eröffnen kann. Und dieses verspricht gerade beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken hier weiteres Abwärtsmomentum. Ob es so kommt, muss man natürlich abwarten. Freilich können wir alle nicht in die Zukunft schauen, aber mit dem Trend zu gehen, hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit im Sinne der Trendbewegung eben hier richtig zu liegen. Und das kann man hier doch mal sehr schön ablesen am Chart. Und insbesondere vor dem Hintergrund, wenn wir ein neues Tagestief machen, Asia Range nach unten verlassen, Vortagestief durchbrechen und hier das Vorwochentief sogar noch nehmen, dann dürfte man oder darf man davon ausgehen,
dass hier durchaus noch ein Stück weit mehr kommt. Also britisch Pfund, schwarze Franken im Auge behalten. Wir gehen jetzt hier gerade in Richtung neues Tagestief. Verspricht sich sozusagen ein Stück weit Potenzial. Meine lieben Zuschauer, schauen wir mal, was noch weiter sozusagen hier passiert. Ansonsten sehen wir hier Euro-Yen auch gerade ausbrechen. Zeige ich Ihnen auch noch mal ganz kurz. Hier haben wir noch nicht so eine ganz klare Struktur. Wir sehen hier, dass sich in den letzten Tagen ein Stück weit ein Spin vollzogen hat. Also hier eine gewisse Unsicherheit am Markt herrschte. Aber jetzt hier im M15 das Momentum doch wieder deutlich aufgehellt. Hier die Rainbow-Farben, also hier, um es zu verdeutlichen, hatten wir sehr, sehr starkes Momentum. Das kippte dann hier am 4.-5. Mai ein Stück weit nach unten. Das Momentum schwächte sich ab, aber die Bären hatten hier nicht den Drive, das Ganze nach unten aufzulösen. Jetzt sehen wir hier vielmehr den Ausbruch möglicherweise jetzt hier auf weitere neue Tageshochs. Wir stehen unmittelbar davor. Insofern auch ein interessanter Pick und ich habe auch hier im Prinzip den Finger am Abzug, um eine Order abzusetzen. Warten wir mal ab, was passiert. Wie gesagt, Rainbow, sehr, sehr interessant, hier sich am Markt zu bewegen, hier am Markt Trends zu identifizieren. Wenn Sie da Interesse haben, gibt es da auch heute im Stream, im Kamerastream, nochmal einen Hinweis zum Online-Seminar. Und ansonsten halten Sie einfach den Markt im Auge, wie Sie das gewohnt sind. Hier einfach mal der Hinweis, Asia Range, Rainbow, Trendmomentum. Ganz interessant und ich denke, ich konnte Ihnen hier einen kleinen Einblick liefern. Schauen wir mal, ob es auch tatsächlich in diese Richtung weitergeht. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann kurze Zeit später beim JFD Live Trading TV zum DAX und Co. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.